Hey Paul, schön, dass du da bist. Wie wär's? Lass uns doch einfach gemeinsam ein bisschen Spaß haben und dieses Game erleben. Also, rein in die Olga. Da sind wir auch schon wieder. Los geht's, auf geht's, ab geht's. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen hier, ein bisschen Hand rumgewerkelt, würde ich fast behaupten. Ja, das sieht alles immer noch sehr, sehr, wie soll ich sagen, rudimentär aus. Ich denke mal, nächste Folge wird eine Basenbaufolge werden. In dieser Folge allerdings möchte ich tatsächlich endlich auch mal was erreichen. Ja, Leute. Und zwar der hier muss höher gehen. Warum ist der. Warum hat der ein rotes. Warum ist der Level. Bin ich vielleicht Level 13 und renne deswegen nicht weiter? Ah, es ist auf meinem Max-Level. Okay. Verstehe ich, akzeptiere ich. Sehe ich ein. So, wir müssen gucken. Ich habe Bären dabei. Das reicht zum Futtern. Ich möchte unbedingt den Rushor auch auf mein Level hochziehen. Boah, den würde ich gerne hier lassen, damit der tatsächlich. Ah ne, guck mal hier, es kann auch Holz abbauen. Wunderbar, dann kann ich ihn mitnehmen. Wo geht's hin? Grintail, wir wollten Grintail. Das ist 32. Oh, guck mal hier, Gillette. Dann machen wir zuerst dieses Gillette. Gucken wir mal, ob wir da einen World Boss bekommen. Nicht nur. Wisst ihr, wo es jetzt ist? Ah, hier ist das Ruby. Aber wir wollen Rushmore bisschen leveln lassen. Ich habe natürlich keine Pfeile dabei, Leute. Das ist ja Premium. Das habe ich mir sehr gut überlegt. Mal hier er. Los, greift ihn an! Boah, das war knapp, das war knapp, Leute. Komm, greift. Also, jetzt greift er tatsächlich auch eigentlich an. Habe ich mich gerade gerettet, indem ich geklettert bin? Offensichtlich nicht, weil ich habe sehr viel Leben verloren. Gut. Das bedeutet aber auch, wir müssen jetzt wieder was essen, damit wir Leben regenerieren. Naja, gut. Eigentlich wollen wir ja. Ich hab's vergessen, Chili? Whatever. Wir wollen hier diesen einen World Boss, der hier irgendwo rumläuft, suchen. Und das Leben aus ihm rauspressen. Aber wo ist dieser World Boss? Ich muss in die Richtung. Ich habe mich eben verguckt. Ich wollte hier hin. Wir sind die Richtung Chile. Also einmal komplett in die andere Richtung. Das macht aber nichts. In der Zeit können wir ein bisschen Leben regenerieren. Und ich will einmal kurz oben auf die Turmspitze drauf. Denn vielleicht, nur vielleicht, gibt es da ein Item. Natürlich immer warten, bis die Ausdauer regeneriert ist. Klassiker. Klassiker. Das ist ja wie Assassin's Creed hier. Ah, sehen wir. Siehst du mal, hier gibt es eine Statue. Aber sonst nicht so viel. Na, das war nicht so effektiv, wie ich mir das vorgestellt habe, tatsächlich. Schade. Ich
Hab gehofft, dass ich weiter segeln kann. Dann wäre das angenehmer gewesen. Nun gut. Oh, Leute, hier sind auch wieder Türme. Wir konnten mal ein paar Türme. In der Zwischenzeit regenerieren wir natürlich ein bisschen Leben. Hunger baut sich auf. Kann ist kein Problem. Kann man hier tatsächlich rein? Nein, das ist tatsächlich nur Grafik. Schade. Ja, das muss ich anders machen. Da muss ich einen Zwischenschritt machen, um da hochzukommen. Da reicht meine Ausdauer noch nicht für, um den kompletten Turm zu erklimmen. Macht aber nichts. Wir kriegen das hin. Oi, oi, oi. Ein Ei. Ein düsteres Ei auch noch. Oh mein Gott, jetzt habe ich ein bisschen Bammel. Und eine Truhe. Mit 500 Goldmünzen drin. Das ist natürlich nicht verkehrt. Irgendwo. Müsste dieses Chile sein. Chile, Chile, keine Ahnung. Niemand weiß, wie man diese Pauls ausspricht. Das ist es nicht, das ist ein Nightwing. Es ist natürlich auch dunkel. Es kann natürlich auch durchaus möglich sein, dass das hier ist, wenn es dunkel ist. Mal davon. Ach, da ist es doch. Ich würde nur mal gerne wissen, ob man es tatsächlich auch fangen kann. Hallo. Ich wollte gerade sagen, hier, Rushor, mach mal, auch mal was. Oh, da bin ich nicht rechtzeitig ausgewichen. Und man kann sie fangen. Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber. Oh, ich wollte fangen. Super. Einfach umgekickt, Junge. Was ist das denn? Ja, es ist einfach umgekickt. Nice. Was liegt hier? Schattentechnik, Giftschuss. Dann bei den Dingern weiß ich auch noch nicht ganz, was die mir sagen wollen. Aber kann ich ihn von hinten irgendwie. Nein, die sterben offensichtlich viel zu schnell. Da ist noch eine Truhe, die sieht man, die sieht man, die sieht man. Es ist einfach viel zu dunkel. Deswegen muss ich tatsächlich die Fackel rausholen. Und dann in die Richtung, um zurück zum Schnellreisepunkt zu kommen, weil wir wollen natürlich wieder die Nacht skippen, weil die Nacht ist sonst doof. Ja, warte. Hier irgendwo. Da ist der Schnellreisepunkt.
ab ins Lager und dann mal einmal Buna machen. Buna. Ja, keiner hat Bock, nachts da rumzulaufen. Man sieht halt legit nichts. So. Die müssten eigentlich immer zu essen haben. Allein durch das Bärenfell. Feld. Beet. Das Beet. So. Lass mal gucken. Ich bräuchte Pferde, würde ich mal behaupten. Was brauche ich denn, um Pfeile zu machen? Holz und Steine, wa? Muss ich die jetzt schon wieder selber herstellen? Warte mal, ich kann doch meinen... Ja. Er kann Dinge machen. Er kann Dinge machen. Er kann Dinge machen. Aha. Das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt hier 10 mal Pfeile herzustellen. Ich brauche natürlich, wenn ich einen Dreischussbogen habe, brauche ich natürlich die dreifache Menge an Pfeilen, würde ich behaupten. Ich habe mir jetzt überlegt, auf nur eine halbe Stunde zu machen. Immer. Und dann sage ich mal auch ein bisschen fokussierter, zum Beispiel jetzt eine halbe Stunde, ein bisschen aufleveln. Wir haben jetzt schon den ersten World Boss gelegt. Das heißt, ich kann jetzt sogar eine antike Technologie freischalten. Machen wir auch jetzt gleich direkt erstmal, weil da haben wir alle Bock drauf. Wir wollen das wissen, wie das funktioniert. Ja. Technologie. Brutkasten. Futterbeutel. Ein kleiner Beutel, in dem man Futter mitnehmen kann, schaltet bis zu einem Autofütterungsslot frei. Bei Hunger wird das im Slot ausgerüstet, ist automatisch. Das ist natürlich angenehm. Hinterhakenpistole klingt auch sehr, sehr nice. Der Palenzsafter, den ich haben wollte, den kann ich wohl noch nicht machen. Da brauche ich 2 Punkte für. Dann nehmen wir den Brutkasten, weil da können wir höchstwahrscheinlich die ganzen Eier reinbasteln. Und neue Pals züchten. Es fehlen Steine. Steine sollten das geringste Problem sein, ehrlich gesagt. Aber wir haben hier gute Vorkommen. Gute Vorkommen. Und bis die Leiste durch ist, müssen wir auch genug Steine haben. Wir können jetzt den Brutkasten setzen. Den setzen wir einfach mal hier hin. Jetzt kümmern sich alle darum, dass das gebaut wird, aber wirklich alle. Komm, ich helfe auch mit, Leute, dann geht's noch schneller. Boah. Ei einsetzen. Dann nehmen wir das gewöhnliche Jumbo-Ei. Etwas kühl. Okay. Ja, verstehe ich. Ich glaube, da kann man dann ein Lagerfeuer daneben setzen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also das wäre jetzt meine Intention. Lagerfeuer daneben. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Schön. Hier kann ich noch mehr von diesen Bruteiern bauen. Ja, mir fehlen nur die Steine. Kein Problem. Ich habe gehört, hier gibt es Steine ohne Ende. Ey, dann baue ich jetzt mal so 2-3 Brutkästen. Und guck mal, was dabei rauskommt. Wie lange sowas dauert.
Ja. Es wird auf jeden Fall immer nicer, das Game. Je mehr man macht, desto. Also man kommt immer ein kleines Stück vorwärts. Ich weiß noch ganz am Anfang hatte man nichts. Jetzt haben wir Rüstung, ein paar coole Pals, eine angenehme Base. Jetzt können wir schon Eier ausbrüten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es unterschiedliche Eier gibt. Ja. Welche die Wärme brauchen, welche die Kälte brauchen, welche die normale Temperatur benötigen. Und jetzt sehen wir auch schon, das gewöhnliche Jumbo-Ei braucht jetzt ungefähr 30 Minuten, bis es ausgebrütet ist. Kann man das irgendwie. Etwas warm. Okay. Etwas kühl. Ist das schon zu kühl? Muss das Feuer wirklich direkt daneben sein? Oder braucht es zwei Feuer? Das zerfurchte Ei. Es ist immer noch etwas kühl. Bra. Okay. Ah, mir fehlt Holz. Jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr bewegen, weil ich zu viel Holz genommen habe. Das wäre ja schon krass, ne? Wenn das immer noch etwas kühl. Na gut. Oh, ich dachte gerade, dass ich den Boden jetzt zerstört hätte. Oh, mir fehlen antike Bauteile dafür auch. Ah, habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber gut. Gut zu wissen. Ich muss hier mal Boden hinsetzen. Warte mal. Zur Aufbewahrung von Gegenständen, ja. Ich weiß, vielleicht ist in so einem Fass mehr Platz als in der Truhe. Offensichtlich nicht. Wir packen mal Stein und Holz hier mit rein. Probieren wir mal. Machen das so. Dann kann hier nur Holz rein. Na? Das gleiche machen wir dann hier. Da kann dann nur Stein rein. Aber es fällt jetzt noch ein Stein. Aus den restlichen Steinen machen wir mal weitere Berufsstücke. 2,5 Minuten noch, bis das Ei fertig ist. Hey, Leute, ich bin gespannt. Ich will wissen, was dabei rauskommt. Ich will wissen, was dabei rauskommt. Es
Es ist etwas kühl. Es könnte schneller. Vielleicht muss ich es überdachen, damit das nicht mehr etwas kühl ist. Wissen wir aber noch nicht. Also weiß ich noch nicht. Und wenn ihr Tipps zu den Eiern habt, immer her damit. Immer in die Kommentare. Ey, hier bauen wir auch noch ein Fass hin. Diese Fassdinger, die sind eigentlich ganz nice, ja. Diese Fässer sehen eigentlich ganz, ganz nice aus. Und dann packen wir da die Wolle rein. Ja, jetzt kommt hier die ganze Wolle rein, da hinten die Steine und das Holz. Jetzt können wir hier noch Steine und Holz rausholen. Wolle können wir hier rausholen und vorne reinpacken. Irgendwann müssen wir so ein richtiges Lagersystem errichten, würde ich mal behaupten. Oh, das Eis gleich fertig, 9 Sekunden noch. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt, was wird da rauskommen. Okay, wir müssen es erhalten, um es zu behalten. Ist okay. Hangyu, das Licht der Welt erblickt. Okay. Wir wollen uns mal. Ich habe sie nicht hier. Wir gehen mal zur Paul-Box und gucken uns das Hangyu mal an. Was das Hangyu machen kann. Es ist ein Erd-Pokémon Level 1. Nice. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Warte mal, was ist das? Handwerk. Oh, es sieht aber richtig hässlich aus. Es ist hässlich. Schön. Gut, weiter geht's. Wieder mal kurz alles reparieren. Ah, nee, Moment. Hier sind noch Pfeile. Der Dreischussbogen muss noch fertig gemacht werden. Ich glaube, ich habe halt keine Handwerker in meiner Basis, deswegen muss ich das gerade alles selber. Unangenehm, unangenehm. Aber wenn der Dreischussbogen fertig ist und die Pfeile, dann gehen wir wieder auf. Dann gehen wir wieder auf die Jagd. Dann gehen wir wieder auf die Jagd. Guck mal, das Rushmore ist sogar schon Level 12. Das ist gut. Das ist gut. Dann bin ich ja noch bereit. So. Ja, pass auf, den alten Bogen packe ich erstmal weg. Ah, ne. So. Also ich sag mal, was Essen angeht, da hat man wahrscheinlich niemals Stress oder so. Ja. Nochmal die Tragkraft erhöhen. An den Technologien, da haben wir nochmal 6 neue Punkte. Mal kurz reinschauen, was man so machen kann. Pals-Sphären, eine Werkzeug verfertigen, mit denen sich Pals fangen lassen. Für die Arbeit benötigt man Pals, die Handwerker. Und wir können die Megasphäre herstellen. Wenn wir Megasphären haben, dann kann man da natürlich viel besser die ganzen Pfarrs mit fangen. Wer bist du? Alter, oh mein Gott! Einfach nur bra. Gut. Also Level 38, Level 23, Level 17.
Ich möchte mit den Moins der Kirchenruine. Und Moment, kann ich hier noch mal was machen? Ich benötige 7, ich habe nur 5. Okay. Wir holen uns noch den zweiten Aussichtspunkt oder Schnellreisepunkt. Zeiten, sag ich schon. Und dann ist das gute Grimtail dran. Aber ob wir das Grimtail besiegen, seht ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Morty. Ciao.